Stück. Doch bis jetzt halte ich mich zurück. Klaas Heufer-Umlauf ist leidenschaftlicher Sänger und seit Jahren mit Marc Tavassol von Wir sind Helden befreundet. Gemeinsam haben die beiden das Projekt Gloria ins Leben gerufen und Ende 2013 ihr erstes Album auf den Markt gebracht. Was muss noch passieren, damit die ganze Welt bezeugt, wie sehr wir leuchten? Wenn man sich dann irgendwie besser kennenlernt, hat Marc dann auch mitbekommen, dass ich auch immer mal schon Musik gemacht habe, ein bisschen stiefmütterlich das Ganze behandelt habe und dementsprechend da nie irgendwas Greifbares bei rauskam, aber mir hat das immer Spaß gemacht und das darf man auch nicht vergessen, dass Musik machen ohne konkretes Ziel einfach Spaß macht und so war das bei uns auch und dass man diese Freundschaft dann kultiviert und sagt, jetzt lass uns doch aus der Freundschaft, die wir haben, irgendwas machen und so, das ist ja dieses ewige Gelaber und es hat bei uns auch eine Zeit gedauert, bis man dann wirklich mal eine MP3 geschickt hat und dann irgendwann 2 Wochen später zurückkam, ja, ist ja ganz okay und so. Also so richtig der Plan, überhaupt ein Album zu machen, der kam so sowieso erst viel, viel später. Während er im Zirkus Halligalli nach eigener Aussage den substanziellen Schwachsinn feiert, zeigt sich der Moderator als Musiker von seiner ernsten Seite. Ich finde, das ist in einer Persönlichkeit gut vereinbar, ohne dass man da irgend so eine künstliche Brücke schlagen muss, sondern für mich ist das total klar, dass es das und das gibt und ich wollte immer Musik machen und ich hätte mir nie vorstellen können, andere Musik zu machen und genauso wenig, wie ich immer Fernsehen machen wollte und mir nie vorstellen könnte, anderes Fernsehen zu machen als diese Idiotensendung, die ich mache. Bandkollege Marc ist studierter Arzt, hat sein Herz allerdings komplett der Musik verschrieben. Ist nicht so, dass ich es bereue und ich glaube, der Weg zurück aus der Musik in den Arztberuf ist für mich mittlerweile genauso absurd oder komplex. Wie für die Patienten. Wie für die Patienten, ja. Wie für die Patienten, für die Betroffenen. Nee, ist für mich genauso absurd und komplex wie der Weg hierher, weil ich finde, das, was ich jetzt mache den ganzen Tag, ist wesentlich mehr als das, was man jetzt vielleicht sieht, dass man eine Gitarre spielt, sondern das hat was mit Studio zu tun, mit Songwriting, mit Medien, mit rechtlichen Dingen. Das ist so vielgesichtig mittlerweile. Das kann ich nicht einfach hinter mir lassen. Das würde wahrscheinlich eine klaffende Wunde hinterlassen. Gloria machen deutschen Pop, ruppige, schlaue Großstadtpoesie, die den Zeitgeist widerspiegelt. Es geht ja immer um Befindlichkeiten und ich finde das auch vollkommen in Ordnung, dass in unserer Generation man einfach so viel Zeit hat zum Nachdenken, ne? Über jeden Scheiß. Ne? Da gibt es ja andere Generationen, hätten sich unsere Probleme gewünscht, lieber Marc. Ne? Ja, und was machen wir? Wir machen auch noch eine Platte drüber. Ne? Ja, und trotzdem ist es aus unserer Lebenswelt und jeder hat da sein eigenes Barometer in der Zeit und in der Welt, in der er groß wird. Und das ist eben ein kleiner Ausschnitt aus unserer Range, die wir so haben. Die Freunde sind ihrem Gefühl gefolgt. Und obwohl beide unterschiedliche Fangemeinden bedienen, müssen sie nicht gegen Vorurteile anspielen. Wir haben jetzt auch nicht das Publikum aus Zirkus Halligalli und auch nicht wirklich das Publikum von Wir sind Helden, sondern die Teile daraus, die das, was wir machen, gut finden. Das ist zum Glück, muss man sagen, sind das sehr gute Zuhörer. Hast du, und das wird vielleicht etwas sein, was mit den Jahren kommt, aber haben wir jetzt nicht ein Publikum, was quatscht und was sagt, spiel mal den Song oder warum spielt ihr das nicht und so. Das passiert, glaube ich, mit den Jahren. Also wenn wir jetzt meinetwegen 4 Alben haben, dann geht das wahrscheinlich und man ist wesentlich mainstreamiger geworden, dann hast du viel mehr dieser Leute im Publikum. Das gehört einfach dazu und wir sind in einer Phase mit Gloria, wo wir das überhaupt nicht erleben, weil die Leute ganz genau, die kennen die 10 Songs plus vielleicht noch 1, 2, die werden noch live spielen, dann covern wir noch 1, 2 Songs, das hat sich auch schon rumgesprochen und dann wollen sie es mal live erleben und diese Neugier, die spürt man. Wer jetzt auch neugierig geworden ist, hat am 5.4. im Wiener Flex die Chance, die Band live zu erleben.